sagte im Gasthaus, dass es heute Eile hat. Bestellte meinem Ober ein Schnitzel mit Kopfsalat. Der Ober erwies sich als ein Mann der Tat. Er rief Sim, Simsalabim. Er rief Sim, Simsalabim. Er rief Sim, Simsalabim. Er rief Sim, Simsalabim. Ja, da stand das Tischlein wirklich wie bei den Gebrüdern Grimm. Als das überstanden war, kam ich nach Haus um vier. Mein Täubchen, das stand schon sehr böse an der Tür. Und ob es laut oder nicht, das sagte sie zu mir. Und sie sprach Sim, Simsalabim. Sie sprach Sim, Simsalabim. Sie sprach Sim, Simsalabim. Sie sprach Sim, Simsalabim. Da kam der Knüppel aus dem Sack, wie bei den Gebrüdern Grimm. Von Zeit zu Zeit. Klaus Raff! Auch heute muss ich zahlen, doch rief ich hoch erfreut. Das ist doch für Götzi eine ganze Kleinigkeit. Ich rief Sim, Simsalabim. Ich rief Sim, Simsalabim. Ich rief Sim, Simsalabim. Ich rief Sim, Simsalabim. Da streckte sich der Esel wie bei den Gebrüdern Grimm. Ich rief Sim, Simsalabim. Ich rief Sim, Simsalabim. Ich rief Sim, Simsalabim. Ja, ja, da streckte sich der Esel wie bei den Gebrüdern Grimm. Dann rief ich Sim, Simsalabim.